Herzlich willkommen, mein Name ist Nadja Danneberg, zu verwirrt, verrückt oder durch ganz normal Wunden der Gesellschaft. Zu meiner Person, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, Psychotherapeutin, Hypnosepsychotherapie, psychotherapeutische Gutachterin und habe auch Weiterbildungen unterschiedlicher Art, unter anderem auch ja, systemische Familientherapie. Es ist mir seit einem Jahr ganz besonders wichtig, auf die Wunden der Gesellschaft eben auch ja, hinzuweisen, die so stark bluten, damit wir nicht die Pflaster auf den eben Spiegel kleben, damit die blutenden Wunden nicht zu sehen sind. Ja, wie wirklich ist die Wirklichkeit, habe ich auch in meinem gestrigen Video gesagt und heute möchte ich über eben Drohung und Bedrohung etwas sagen. Gerade als Kommunikationswissenschaftlerin ja, ist ja die deutsche Sprache ja so lebendig und hat auch so viele Wortspiele. Denn im Wort Bedrohung ist natürlich auch Drohung drinnen. Das heißt, worin fühlen wir uns denn bedroht? Oder wer droht uns denn? Und so ist es natürlich auch wichtig, dass ich natürlich nur von meiner Sicht sprechen kann, dass ich mich durch viele Aussagen der Politiker bedroht fühle und das als eben auch als gefährliche Drohung sehe. So auch eben, wenn, ja, wie wir wissen, die Impfpflicht, nochmal gesagt, ich bin geimpft, ich werde mich nicht mehr impfen lassen, bitte jeder soll das für sich entscheiden, auch mit dem Arzt, Ärztin besprechen. Ja, auch die Impfpflicht war ja eigentlich eine gefährliche Drohung. Denn nochmal auch hier erinnere ich Frau Edtstadler, die im November 21, verlinke dazu auch das Video, eben gesagt hat, es gibt eine Gesellschaft, ein Virus und ich meine dazu ergänzend eine Meinung. Denn zum einen sagt sie, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir eine Gesellschaft sind. Und gleichzeitig, kurz vor Weihnachten, wird eben mit dieser gefährlichen Drohung, wer sich nicht impfen lässt, ja, kann bestraft werden, auch Minderjährige, es drohen Exekutionen, eben Pfändungen. Und ich habe ja damals in jungen Jahren, sage ich einmal, auch beim Exekutionsgericht fast 6 Jahre gearbeitet und war dort Assistentin beim Gerichtsvorsteher und war dann später bei einem Anwalt eben bei Pfändungen dabei, um den Kuckuck zu kleben. Und ich habe sehr zu diesen Menschen gehalten, obwohl ich vom Anwalt kam, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie aus dieser misslichen Krise herauskommen. Das heißt, ich weiß, um was es da geht, Menschen zu pfänden, um 4, 5 mit der Polizei mitunter oder mit dem Gerichtsvollzieher anzuklopfen und sagen, wir dringen jetzt ein und pfänden eben Fahrnisse, Möbel und kleben den Kuckuck drauf. Ich habe das alles miterlebt. Wie traurig und wie bedrohend das ist. Und so wird eben zu Weihnachten gesagt, 21, wer sich nicht dran hält, der kann eben exekutiert. Und der Name Exekution ist ja für mich auch schon eine Bedrohung. Also ich sage lieber gepfändet werden. Und auch Minderjährige können bestraft werden. Und es wird auch eingeräumt oder wurde eingeräumt, auch dass der Job eben gefährdet sein kann, wer nicht geimpft ist. Das ist auch eine gefährliche Drohung. Ich spreche sogar von Nötigung, von Not, denn das ist eine menschliche Not, Menschen so in das Eck zu drängen und ihnen keine Wahl zu lassen. Und das widerspricht wieder vielen, auch Rechtsexperten, dass man sagt, die Grund- und Freiheitsrechte wurden auch hier bedroht. Und wie gesagt, dann sagt man aber, wir sind eine Gesellschaft. Und sie sagt aber dann auch in dem Interview sehr spannend, ich will ja nur, dass alle geimpft werden. Alle geimpft werden. Ich verlinke dazu auch eine ganz wirklich sehr gute und objektive ja, Dokumentation von Arte über die Impfung. Alle sollen geimpft werden. Und wie gesagt, es wird hier der Handlungsspielraum so eingeengt, das ist wie ein Tier, das im Eck ist und ja, auch bedroht wird. Und ich will auch als Hypnotherapeutin gerade in Metaphern sehr gern sprechen, weil die Sprache für mich so wichtig ist. Und weil es um Bedrohung und Drohung geht, möchte ich auch hier eine Metapher erwähnen. Das ist für mich der Rohrstab der Gewalt. Wir erinnern noch natürlich Zeiten, wo auch Kinder eben bedroht worden sind durch diesen Rohrstab, körperlich gezüchtigt worden sind. Und für mich ist das der neue Rohrstab der Gewalt, der psychischen Gewalt, der sich eben unter dem männlichen des Guten, der Gesundheit eben kleidet. Und dazu verlinke ich auch mein gestriges Video, das ich eben
auch erwähnt habe, Paul Watzlawick, vom Bösen des Guten heißt das. Also das heißt, dass eben auch unter dem Männlichen des Guten etwas Gutes zu tun, eben andere zu schützen, Kinder eben genötigt worden sind. Und das ist für mich eine gefährliche Drohung und auch eine Bedrohung. Das heißt, in welchen Bereichen werden wir bedroht? Die sind so vielfältig. Oder eben, dass Ungeimpfte gar nicht in Österreich sein dürfen. Oder andere Wortgewalten. Dass unsere Neutralität gefährdet ist. Durch Wortgewalten der Politiker, die diese Neutralität gefährden. Das ist für mich eine Bedrohung. Dass der Krieg vor der Tür, kann man fast schon sagen, wütet und waltet und Menschen bedroht. Aber auch, wie man sieht, wie gestern auch, der Zwischenfall in Polen. Und ich sage immer, das ist so eine Bedrohung, dass hier ein Flächenbrand droht und eben der Krieg eskaliert. Und es wird hier gezündelt mit Wortgewalten, mit Waffenlieferungen. Und das heißt, es ist eine schwere Not für die Menschen. Die Wirtschaft wird bedroht. Als Mutter habe ich natürlich auch Angst, dass mein Sohn hier auch in den Krieg muss und unsere Männer. Sodass auch Herr Kogler sagt im Sommer, ja, er würde mit der Waffe auch kämpfen. Ja, das heißt, ein, glaube ich, 62-Jähriger, der eben nicht mehr wehrpflichtig ist, kann leicht reden. Ich sage dann, ein Schreibtisch hält. Aber es wird durch Wortgewalten so viel gezündelt. Und Menschen auseinandergerissen, Familien, Freundschaften. Das ist eine Bedrohung. Das heißt, wenn Menschen bedroht sind, dann können sie natürlich auch nicht mehr so frei denken, handeln. Nochmal gesagt, das ist wie ein Tier, das im Eck ist und eben auch ja, Gewalt erlebt. Und die notwendige Reaktion aus dieser Angst, diesem Schrecken, im Leben auch bedroht zu sein, dann Handlungen setzt, instinkthafte mitunter, weil das Denken auch ausgeschaltet wird. Das heißt, es ist ein Notfallprogramm der Psyche, des Gehirns und das heißt, man kann nicht mehr klar denken. Und ich sage immer, das ist ein geistiger Blackout, aber auch ein emotionaler. Deshalb ist es ja auch so, dass beim Recht natürlich sehr wohl nachgefragt wird, das Motiv. Warum hat jemand die Tat begangen? Ist das aus einer Notwehr? Dann wird das anders bewertet, beurteilt. Als eben ein Vorsatz. Und für mich ist so viel schon eine gefährliche Drohung, ohne dass ich jetzt nur das Negative sehen will. Aber auch dieses Verkennen, Leugnen der Verantwortlichen, der Politiker. Es sah alles bestens. Gestern zum Beispiel die Pressekonferenz, auch von Herrn Rauch, Gesundheitsminister, der eben erklärt, ja, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem und es funktioniert ja eh alles. Natürlich, wenn wir uns jetzt vergleichen mit der dritten Welt und anderen Ländern, können wir dankbar sein, dass wir so ein Gesundheitssystem haben. Und ich bin auch ein dankbarer Mensch. Und ich sehe auch im Negativen, auch immer versuche ich, das Gute zu sehen. Eben, das sind unsere Ressourcen, dass wir hier ausgewogen sind. Aber wir können die Realität, die so bedrohlich ist, auch nicht verkennen und in schöne Worte kleiden, um eben zu leugnen, zu verkennen und eben, das sind Abwehrmechanismen, um dann zu projizieren, eben andere sind schuld für alles. Nämlich der dritte Böse oder andere, die eben die Demokratie gefährden. Das heißt, es wird gesagt, ja, das Gesundheitssystem ist in Ordnung. Wie gesagt, auch im Vergleich ist natürlich, hängt es davon ab, mit wem wir vergleichen. Vergleichen wir Äpfel mit Äpfeln oder Birnen mit Äpfeln? Aber wenn wir vergleichen, wie es vor 3 Jahren war, dann können wir durchaus sagen, dass das Gesundheitssystem vorm Kollabieren steht. Und das ist auch eine gefährliche Drohung, nämlich, dass die Verantwortlichen das verkennen. Und es war ja schon zuvor bedroht, eben durch Schließungen, Zusammenlegungen, Sparmaßnahmen, dass auch keine Pflegekräfte und ja, das Personal nicht nachbesetzt wird und geschult wird. Jetzt erst, sagt auch der Stadtrat Hacker, naja, das ist ja alles bestens, denn wir haben jetzt neue Initiativen, um Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Jetzt, bis die in das Gesundheitssystem
integriert werden, vergehen ja wieder 3, 4, 5 Jahre. Wir haben zu wenig Ärzte und Ärztinnen. Dann gibt man diesen Ärztinnen und Ärzten auch die Schuld an der Krise, weil sie zu früh an die Spitäler überweisen. Und Herr Stadtrat Hacker muss mit ihnen Tacheles reden. Das heißt, es ist auch keine Wertschätzung da. Dann sagt man Danke, dass eben das Personal so wunderbar arbeitet. Und das finde ich ja auch sehr höhnisch. Der Corona-Bonus ist ja noch immer, soweit ich informiert bin, nicht ausbezahlt. 500 Euro vor 1,5, 2 Jahren versprochen. Null Wertschätzung. Und das ist genau die narzisstische Gesellschaft. Ausbeutung Mensch, Tier. Und überall. Die Menschen sind im Handel bedroht. Die gehen demonstrieren. Die Wirtschaft ist bedroht durch die Maßnahmen der Willkür und der letzten 3 Jahre, aber auch jetzt. Und es wird aber offensichtlich nichts getan. Und das ist eine gefährliche Drohung. Es gibt keinen Gaspreisdeckel, die Energiepreise schießen in die Höhe. Welche Maßnahmen setzt die Regierung? Sie hat jetzt einmal den Klimabonus verteilt, wie im Gießkannenprinzip. Gleichzeitig die CO2-Steuer erhöht, um den Klimabonus zu finanzieren, hebt aber mit Blackhawk eben ab, um zu zeigen, dass 200 Kampfjets circa 2 Monaten ja klimaneutral sein. Auch fliegen jetzt alle nach Ägypten zur Klimakonferenz, hunderte von Privatjets und Flugzeugen. Und dort sind Klimaanlagen und alles, was dazugehört. Die Reichen können sich das richten. Dann ist alles in bester Ordnung. Das heißt, das Geld wird ja aus dem Fenster geworfen und Kohle verbrannt und gleichzeitig stehen wir da ohne Sicherheitsnetz. Das ist für mich und denke ich für viele eine gefährliche Drohung, eine Bedrohung. Unsere Existenz, unsere Wirksamkeit, unsere Autonomie, denn es sind Maßnahmen, die eben nicht nachvollziehbar, willkürlich, widersprüchlich sind. Und wenn wir etwas nicht begreifen, verstehen können, dann ist es eben bedrohlich. In dieser verwirrt verrückten Welt. Und Angst ist natürlich ein Machtmittel, das uns in Schrecken versetzt, sodass auch viele in dieser Not auf unterschiedlichen Ebenen, nämlich wirtschaftlich, menschlich, auch psychisch, psychosozial eben bedroht sind. Und ich denke, um das nicht immer wieder zu wiederholen. Es gibt, ich glaube, mittlerweile schon hunderte Beispiele, wo die Not hier in Österreich verkannt wird, nicht erkannt wird und eben dann mit Geld werden dann kosmetisch die Symptome behandelt. Einmal dort, einmal da, so wie ein Fleckerlteppich. Und ich sage immer auch wieder diese Metapher, mit dem Messer geflickt wird. Und dann wundert man sich, dass letztendlich zwar das Geld rausgeschmissen wird, aber die Hilfen nicht nachhaltig und wirksam sind. Und so ist es auch für mich eine Bedrohung, wenn eben Politiker, die verantwortlich sind, auch die SPÖ, die sozial ist, die Mieten erhöht, auch die Bädergebühr im Sommer, das Doppelte, damit Kinder, die eh kein Geld haben und die Eltern Urlaub, die sich das eben nicht leisten können, auch erhöhte Bädergebühren haben, die Fernwärme und so weiter. Und gleichzeitig geht's Frau Rendi-Wagner dann mit ÖGB eben demonstrieren über die Teuerung. Das ist alles bedrohlich, weil hier so viel eben verkannt wird in dieser eben Widersprüchlichkeit. Menschen auch als, ja, dumm verkauft werden. Und das ist auch eine Bedrohung, dass wir schon auf der Ebene sind, eben entmachtet, entmündigt, und auch für dumm gehalten zu werden. Und diese Entmündigung, die geistige auch, es ist ja alles lustig, bunt und tralala, Mission 11, 3,6 Millionen. Damit wir verstehen, was es denn bedeutet, eben wie die Fenster geöffnet werden oder nicht geöffnet werden, wie wir duschen oder nicht duschen. Die Kinder in Salzburg, eben so wurde geschrieben vor wenigen Wochen, Kaltwasser haben. Damit wir Energie sparen. Und gleichzeitig leuchten überall ja, die Lichter, die Weihnachtslichter. Dafür gibt es Geld. Also gibt es jetzt eine Energiekrise oder nicht? Ist jetzt ein drohender Blackout oder nicht? Also zumindest
ist zu erkennen, dass ein geistiger Blackout droht. Denn das ist nicht mehr zu verstehen in dieser verwirrt-verrückten Welt. Und deshalb meine ich, dass genau dieses im Stich lassen, dieses Verkennen der Wahrheiten, der Not der Menschen und dann zu sagen, es ist alles bestens, das Gesundheitssystem ist in Ordnung, schuld sind die anderen, nämlich Ärzte und Ärztinnen. Ja, und wir haben rechtzeitig jetzt schon was getan. Jetzt. Und nicht vor 10 Jahren, um eben die Pflegekatastrophe schon aufzufangen. Das ist alles kurzsichtig. Eben nicht weitsichtig und zeigt einfach keine Zuversicht und keine Perspektiven. Und gerade in einer krisenhaften Situation wäre es so wichtig, dass die Politiker ein Zusammenhalten füreinander, eben miteinander arbeiten. Die bekriegen sich doch nur. Hass, Ausgrenzung, Not, wo wir hinschauen, aber das ist schon die letzten Jahrzehnte schon so. Das ist ja nichts Neues. Das ist jetzt der Gipfel sozusagen. Das Brennglas, das zeigt, wie Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, eben auch genötigt werden, gequält werden. Und so spreche ich auch, das habe ich auch im Interview mit Christian Schubert, so meine These, meine ich, wir leben in einer sadistischen Gesellschaft. Und wo Menschen so in Angst leben. Auch Unternehmen, ich habe wieder gehört, es ist für Unternehmen so schwierig. Sie haben Angst, dass sie eben schließen müssen. Dass sie die Energiekrise nicht mehr bewältigen. Aber was wird getan? Nichts. Es wird nichts getan. Und das ist, wie gesagt, eben die Frage, wie leidensfähig ist der Mensch? Über Jahre, aber vor allem die letzten 3 Jahre und auch die nächsten Jahre. Denn das hat ja kein Ende. Und genau das ist traumatisierend, wenn eben so lange Menschen eben Angst haben, in Not sind, wenig Perspektiven haben, geringe Handlungsspielräume haben, die Ressourcen schwinden. Das ist so wie die geistige, emotionale Vorratskammer. Wenn man jedes Mal was rausnimmt, ist sie leer. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder aufzutanken. Und natürlich, manche haben mehr Ressourcen, manche weniger. Manche sind mehr resilient, manche weniger. Das hängt von unterschiedlichen natürlich Gegebenheiten ab. Aber ich merke natürlich, dass es für viele immer schlimmer wird und eben der Armutslockdown da ist. Die Krise schon so groß ist. Und wenn der Armutslockdown da ist, dann sind eben die Menschen nicht mehr so gut handlungsfähig. Weil sie dann natürlich schauen müssen, wie sie überleben. Das heißt, die Ressourcen werden oder die Energie wird dann ja verknappt und sie müssen dann schauen, ja, wie sie denn ja, sich noch irgendwo hinschleppen können. Und viele sind ohnmächtig und eben daraus auch handlungsunfähig, weil ihnen Sinn, Perspektiven fehlen und sie sich fremdbestimmt fühlen. Und ich möchte hier, wie gesagt, auch Paul Watzlawick eben zitieren und das steht unter dem Kapitel Drohungen auf Seite 111 etwas sehr, sehr Wertvolles. Im Namen der Toleranz sollten wir daher das Recht beanspruchen, die Intoleranz nicht zu tolerieren, sagte Karl Popper. Und Paul Watzlawick beschreibt hier in diesem Kapitel eben Drohungen, dass eben die Drohung, die ihr Ziel nicht erreichen kann, ist zum Beispiel auch sehr, sehr interessant, das zu lesen. Ich werde das dann auch im Text nochmal verlinken, genau den Auszug, den ich hier meine. Wie gesagt, es ist sehr, sehr interessant, ja, oftmals vielleicht Perspektive zu wechseln, ja, Informationen sich einzuholen, um ja, aus diesem Labyrinth der Drohungen und Bedrohungen, sei es jetzt eben wirtschaftlicher Art, die Existenzen werden bedroht, sei es, dass die Regierung offensichtlich ja, die Wahrheit, Wirklichkeit verkennt und meint, es sei alles in Ordnung und wir haben eh alles richtig gemacht, wir machen weiter so. Wie gesagt, das ist für mich eine gefährliche Drohung. Sei es natürlich auch die Natur, die bedroht ist, das Tier, das auch bedroht ist und
viele anderen Ebenen oder eben auch Kinder und Jugendliche, die ja die letzten 3 Jahre ja auch eben im Sinne von ja, bedroht worden sind, dass sie ja ihr Leben einfach nicht mehr leben können. In Angst und Schrecken eben für andere schuld und verantwortlich zu sein. In dem Sinne wünsche ich uns allen ja trotzdem viel Kraft. Ich denke, das sind natürlich Videos, die auch die Wunden der Gesellschaft aufzeigen, immer wieder auch bewusst wiederholend, damit es in Erinnerung bleibt, aber immer wieder im neuen Kontext, sage ich mal, gekleidet. Und dass wir auch wissen, dass wir nicht verrückt sind, sondern dass es immer zunehmend mehr zu Anpassungsstörungen kommt, jener Menschen, die sich an diese Systeme, die eben verwirren und verrücken, nicht mehr anpassen können. Und dass jene Menschen, die sagen, das stimmt etwas nicht, dass es hier zu einem autoaggressiven Akt der Zerstörung, und ich meine, das ist auch ein Todestrieb, jene Menschen, die sagen, das stimmt etwas nicht, ich spüre das, das kann nicht gut und richtig sein, dass so viel psychische und auch dann letztendlich körperliche Gewalt passiert, kann nicht richtig sein, dass eben Frieden nur durch Waffen möglich ist und eben offensichtlich Solidarität nur möglich ist, wenn wir zustimmen, autoaggressiv gegen uns selbst und gegen andere eben fremdaggressiv zu wirken. Alles Liebe und viel Kraft.